ich glaube, damit herzlich willkommen zu Rocket League. Ich bin echt, ich spiele zusammen mit dem Wave. Hallo, da kommen wir mal in der Turtles. So, und ihr seht schon, werfen wir ein paar Körbe, denn vor ein paar Tagen kam hier die Erweiterung mit dem Basketball-Modus. Und Maeve und ich werden den mal kurz testen. Mhm. Und wir haben gerade schon eine Runde gespielt und haben natürlich gewonnen, weil, ne? Wir sind Charles Barkley und Dennis Rodman. Okay? Okay. Okay. Das waren gerade die ersten, die mir so eingefallen sind. Kennst du dich ein bisschen mit Basketball aus? Es gibt die Chicago Bulls. Ah ja. Fertig. Ja, das war's. Das war's, ja. Mein komplettes Wissen ist in diesem Satz drin. Tatsächlich bin ich ja. Ups, mich zu hoch gesprungen. Tatsächlich bin ich ja ein bisschen Basketball-affin. Weil ich zocke ja auch die Spiele von 2K. Der NBA NBAs? 2K. Oh, shitty. Oh! Oh! Nice. Da kenne ich mich ein bisschen mit Basketball aus halt, ne? So, danke. Oh, schön. Ich habe gesehen, mit diesem Basketball-DLC, oder mit diesem kostenlosen Basketball-DLC-Modus, ja, ist auch ein kostenpflichtiger hinzugekommen. Ja. Alter. Ach ja, stimmt ja. Der die Fahnen beinhaltet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, nur diese NBA-Fahnen. Ja, die kosten. Oh, scheiße, der rein, ne? Ja. Boah, schade. Ja, ein guter Versuch. Irgendwie kosten die Fahnen irgendwie 10 Cent oder so pro Fahne? Oder? Keine Ahnung, das Paket kostet 2 Euro, ne? Ja, bei. Ich glaube 32. Kann man die einzeln kaufen? Ich weiß es gar nicht. Hast du mir nicht vor ein paar Tagen gesagt, dass die irgendwie. Nee. Ah, okay. Wieder gefährliches Halbwissen hier bei Mesh. Na, wie immer. Ja, alle Angaben immer ohne Gewehr. DLC kostet 2 Euro und wenn da nur die Fahnen drin sind, alter Schwede. Ja. Oh, fuck. Das ist nicht so cool. Ja. Dann hätte in meinen Augen Rocket League das erste Mal ein Ei gelegt, ne, mit den DLC, ne? Ja, weil die ja sonst immer so schön kostengünstig waren halt eigentlich, ne? Okay, die hatten Autos dabei. Die Autos. Ich will Autos haben. Ja. Oh, shit. Ne. Ah, oh! Die retten den! Nice! Alter, nice! Die sind aber schon besser als unsere die Gegner gerade eben. Das ist immer so. Ja. Und weil wir halt aber auf wieder aufnehmen die, müssen. Die, halt, ne? Die Regionalliga heben wir uns für die Vorbereitung auf und euch zeigen wir dann natürlich oh, die. Rein! Boah. Ja. Hat schon wieder gerettet. Ja. Euch zeigen wir dann natürlich die Champions League-Spiele. Ja. Oh, der kann. Nee. Es ist gerade mein zweites Spiel und ich bin noch nicht so vertraut mit diesen. Was ich sagen muss, ne? Die Karte ist ein bisschen kleiner, ne, weil es ja 2-2-Modus ja ist, ne? Und da die Körbe so tief hängen, sieht es für mich aus wie der Toilettenmodus. Stimmt. Das ist ja auch richtig die blaue Toilette, Alter. Erstmal ein geiles Ei legen, Alter. Und wenn die meisten Eier legt, ne? Oh, oh fuck, shit. Alter. Ich dachte, der geht rüber. Ja, wenn die meisten Eier legt, ne, der und gewinnt. Und es gibt eine, ich lass es mal laufen jetzt. Es gibt eine coole Nach-Korb-Cam. Genau. Yeah, baby. Zoom. Ja. Kann man auch ein bisschen freestylen halt, ne? Also, das ist ganz witzig. Ja. Also man muss schon sagen, die Leute von Rocket League lassen sich auf jeden Fall was schön. Oh! Der geht rein. Nice. Alter! Ich mach grad so einen richtigen Gangster-Pose, oder so. Nehmt das! Erstmal angucken. Ding, ding! Und auf Maeve gezoomt. Woo! Cool. Also ich hab die Gangster-Pose in Real Life gemacht, ne? Ja. Achso. Ja, ich dachte schon, du meinst deine Gangster-Pose hier mit deinem Goat-Simulator, deiner Goat-Simulator-Statue. Nein. Denn es kam ja auch Statuen dazu, ne? Muss man auch mal sagen. Antennen? Antennen meine ich ja. Ja. Antennen und Goat-Simulator, Worms und Euro-Truck-Simulator hab ich einfach schon erspähen können. Ja. Und. Den mach ich! Das finde ich cool. Scheiße. Mal sehen, was es nicht die Mesh-Fahne gibt. Oh, ja. Ja, das stimmt. Es wär richtig cool, wenn man sich irgendwie selber Fahnen irgendwie erstellen könnte oder so. Wie zum Editor. Workshop? Oder, so. Oder ja, Workshop-Editor, irgendwie sowas. Ja. Aber ich muss sagen, der Modus, der macht mir auf jeden Fall viel mehr Spaß als der Eishockey-Modus. Ja, seiner Zeit. Der war schon richtig scheiße, der Eishockey-Modus, muss man mal sagen. Weil hier habe ich so das Gefühl, hier hat man die Kontrolle über alles auch, ne? Ja, der Puck war so ein bisschen, der war so Glücksspiel halt, ne? Ja, Glücksspiel finde ich nicht. Aber das hat sich so. Das Gefühl gehabt, dass ich Kontrolle habe. Und hier habe ich schon das Gefühl, dass der Ball, der ist natürlich deutlich schwerer als der normale Ball, dass man da Kontrolle rüber
haben kann, ja, wenn man sich mit dem Modus näher beschäftigt. Was natürlich leider aufgrund dessen, dass es natürlich wieder keinen Ranked-Modus gibt in diesem Spielmodus, ne? Das ist natürlich wieder so eine Sache, wo man sich so denkt, nein, oh, ich würde noch raushauen. Ich komme gerade überhaupt nicht klar, Alter. Ich bin nur Komparse gerade. Das war nicht schlimm. Ja. Du spielst ja den Modus zum zweiten Mal. Ja. Müsste da schon ein bisschen mehr zeigen können, aber. Vielleicht zeigen wir da den. Schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. Also der Modus ist auf jeden Fall dazu geeignet, dass man ihn öfter mal zeigt. Vielleicht kann man ihn auch privat im Spiel spielen mit Zuschauern oder so. Mit Zuschauern, Friends. Ja. And Co. Vielleicht kommt, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt er auch in den Rocket League 3, Turnier Nummer 3, irgendwann mal rein, aber ich denke mal, das ist da höchstens als Special Match als oder Special so. Als Special Map, ja. Das war jetzt keine Ankündigung, Leute, ja. Also bleibt mal schön geschmeidig hier. Ah, ja. Aber es ist ja klar, dass irgendwann mal das dritte Turnier kommt. Oh, fuck. Ihr wisst, wir brauchen immer ewig, um so ein Turnier zu durchzuführen. Ja, ich glaube. Ja, aber ich finde auch, so ein Turnier, das sollte halt nicht. Das sollte was Besonderes bleiben. Ich möchte nicht kommen, ja. Oh, shit. Nein, ich bin gegen den Ring gesprungen! Oh nein! Ich bin falsch rumgesprungen. Guck mal, wie ich gleich ankomme. Vielleicht sieht man's noch. Warte? Da unten. Nee. Scheiße. Ach, kacke, weil ich wollte irgendwie noch rausfischen und dann bin ich halt gegen den Ring gesprungen. 1-5, alter Falter. Oh shit. Ah, scheiße. Alter, da waren wir gefällig für uns. Die sind echt die Kacke. Die wissen, was sie machen. Und die spielen ja auch nicht zum ersten Mal, das sieht man. Nee. Das auf keinen Fall. Alter. Leute, es tut mir leid. So. Hey, machst du ihn? Aha. Schade. Oh, bin ich gut gekriegt. So, jetzt aber. Oh nein! Was? Dann halt jetzt. Ne? Ja. Ich muss so anstrengen hier, das kann ich. Ups, falsche Richtung. Ui. Falsche Richtung. Oh was? Alter. Lieber mal vorbeigefahren, ey, als ich den selber reinmache oder so. Oh, guck mal, zusammen. Oh. Mit feinen Kräften, Alter. Da geht es doch. Hey! Hätte von uns beiden sein können, wa? Ja. Das war wirklich von uns beiden gleichzeitig, oder? Bam! Ja. Nee. Aber du hast mir den Schwung gegeben. Ich habe, glaube ich, dich so genau hingeschubst, dass du die nochmal perfekt angewickelt hast. Ja. Nice. Ja, Comeback? Scheiße. Snap. Ja, die machen auch schon gute Anstöße und alles. Ja. Oder machen sie noch eins? Ja, dann machen sie noch eins. Ah, scheiße. Ja, gut. Ich stehe immer falsch rum zu dem Ball. Ja. Die G-Schreiben. Ja. Easy. Alter. Weißt du, da sind wir so und sagen GG, weißt du, da schreibt der easy. Mann, das macht mich aggressiv, ne? Dann nehme ich gleich meine Witcher. Wir machen gleich. Rückspiel nicht, ne? Dann machen wir gegen die nochmal, ne? Okay, machen wir nochmal. Alles klar. Ne, mach einfach breit, aber wir kommen eh nochmal gegen die rein. Ja. Von daher. Macht keinen Unterschied. So viel spielen im Modus nicht. Okay. So, jetzt, ne? Ja. Die schreiben easy, dann zeigen wir mal, was sie können, okay? Es war gerade nur aufwärmen. Jetzt. Ich glaube, einer kann auch im Tor stehen bleiben, oder, Maeve? Ja. Im Korb. Oh, fuck. Am besten der nicht gerade steht. Also ja. Ein bisschen schief steht. Ja. Boah. Also, hier muss man auf jeden Fall spätestens. Anfangen. Fliegen lernen. Fliegen zu lernen. Aber das ist. Oh nein! Der Modus ist echt ein guter Flugtrainer. Ja. Oh. Wobei man natürlich hier auch sein Gefühl kaputt machen kann, ne? Weil der Ball natürlich anders ist, ne? Ja. Schöne Tor, Maeve. Korb. Im Prinzip ist es ja nur ein Tor, was auch schiefgestellt wurde. Au! Ich wurde weggehauen. Maeve? Ja. Schön! Mit Gefühl! Fuck! Alles gut. Nice. Bam! Es geht doch! Bam! Ja, war gut, Maeve.
Ah, schade, dass er da oben reingekommen ist, aber egal. Bam! Das gedankt! Du warst da perfekt zur Stelle. Das war schon Dunking, Alter. So, du fährst. Achso, ich fahre. Ja. Oh, warst du tief. Oh, fuck. Ich verschätzt. Quietsch. Oh, snap! Ah, oh, da hätte ich einfach nur hochspringen müssen, Mann. Scheiße, was mache ich denn? Karm. Woher kommen die denn? Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ein Experte ist dabei und ein Semi-Profi. Du fährst, Maeve? Mhm. Schön, Maeve. Schön! Nice, Alter! Bam! Alter, nice. Die Mucke. Und dann... Wii. Schön, Maeve. Du, wer fährt? Wer fährt? Du. Okay. Oh, scheiße, Maeve! Oh, okay, ich hab wenigstens ihn berührt. Fuck. Man muss gleich, okay, beim Ansprung, Anstoß muss man gleich hochspringen, ne? Oder muss man ein Stückchen noch fahren? Ich fahr immer noch. Also, kommt drauf an, wo ich stehe, ne? Ja, okay. Schön, Maeve. Nein! Ah! Hättest du nochmal genauso machen müssen wie letztes Mal, ey. Letztes Mal vor 10 Sekunden. Naja, das ist schon ein bisschen länger her. So, komm, berühr noch. Dankeschön. Oh, nee, scheiße. Oh, schade. Der Dreierschuss gegen den Rim. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Modus findet. Ob ihr ihn schon gespielt habt, ne? Hm. Also, falls nicht, auf jeden Fall mal reingucken, weil der ist, ich finde den echt cool. Ja. Und ihr könnt uns auch... Ihr könnt auch schreiben, wie ihr ihn findet. Genau. Und, fort und heraus. Nein, Quatsch. Irgendwann werden wir mal sagen, wenn wir bei Twitter mal ankündigen, von wegen, dass wir mal jetzt ein 2 gegen 2 machen. Und dann könnt ihr gerne mal gegen uns zocken. Upp, Maeve. Oh, okay. Alles gut. Schön geklärt. Ah, der dagegen. Scheiße. Das machen die ganz gut, Alter. Muss man ihn lassen. Von den Ecken halt, ne? Ja, die versuchen halt über die Seiten. Ja. Was halt nicht dumm ist, ne? Nee, ist glaube ich auch einfacher, oder? Wenn man über die beiden Ecken spielt. Wenn man da genug Schwung hinkriegt, weil der Ball ist halt nicht so leicht. Das habe ich schon zum 5. Mal erwähnt, glaube ich. Aber da braucht man halt ein bisschen Schwung und dann geht er da ganz easy rein ins Körbchen. Ins Törchen. Jetzt. Ah, schade. Na, abwarten. Komm, spiel nochmal hoch. Ah. Schön, Maeve. Schön. Ich versuche in die Mitte zu spielen. Oh. Ist doch Mitte. Direkt Mitte. Ja, ich weiß. Ich hab den Flug falsch genommen. Achso. Hab den falschen Flug genommen. Falschen Flug. Ich bin jetzt Kevin allein in New York. Ja, damals mein Lieblingsfilm, ne? Als Kid. Oh, fuck. Nein! Oh, oh nein! Scheiße! Ach, ah, sind wir alle vorbeigesprungen. Ich glaube, umso flacher das Auto, umso besser halt, ne? Das weiß ich nicht. Wenn man halt unter den Ball kommt. Okay, ich muss ihn jetzt bekommen. Ach so, ja. Oh Gott! Maeve! Kommst du ran? Nee, jetzt. Ich geh hin. Oh, nein, bitte nicht! Okay, alles gut. Sehr gut. Oh, du bist zerstört, ne? Aber ist nicht schlimm. So. Zack! Zack! Oh, fuck! Zack, zack, fuck! Alter. Nein, Maeve! Oh Gott, Hilfe! Entspann dich. Kann ich nicht! Oh, das ist doch nicht wahr, ey. Oh Mann! Das Problem ist, dieses Verteidigen dieser Körbe ist das, was wir nicht können. Nie können. Ja, ne? Was wir nie können, ja. Bälle, die von oben reintroppen. Oh Gott! Ich fahr. Du fährst, aber ich fahre? Wir beide fahren. Okay. Ah, scheiße. Ich bin im Tor. Ich auch!
Nicht gut. Zerstören! So, ausspielen. Zack, zack, zack. Wir machen das noch, Miff. Keine Angst. Mann, oh. Ja. Ah, das war's. Scheiße! Was heißt denn Karm? Karma? Ich hab keine Ahnung. Ist mir scheißegal, was die quatschen, die scheiß... Du musst fahren, ne? Tedder. Ja. Oh. Ey. Der hat den 10 Sekunden vor mir berührt. 10 Sekunden? Hab ich 10 Sekunden gesagt? Ich glaub ja. Bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht mehr. Scheiße, Mann. Kacke. Und dann machen die noch eins, sowas. Nee. Dann kriegen sie auch kein GG. Ah, fuck. Da können wir ja richtig gut zeigen. Können wir richtig gut zeigen, wie gut wir sind in dem Modus. Das tut uns leid. Ja, zurück ins Hauptmenü. Dann war's auch für diesen Part. Dann lasst eine positive Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis Sikowski.